Ich hätte natürlich die gestapelten. Hätte ich vielleicht machen können, ja. Ja, hätte ich machen können, vielleicht. Das ist so crazy. It's very crazy, I tell you. So, wenn das jetzt funktioniert, dann, dann schieße ich. So, ja, nö, ist schon klar. Warte mal. Wenn ich das so mache. Ganz hoch. Und wenn ich jetzt da runter gehe. Und das anpeile. Und, nein, ne? Das ist crank, Leute. Ja, das ist einigermaßen scharf. Ja, schön. Warum ist hier kein Wasser im Gebäude? Was ist hier los? Warum läuft die Pumpe etwa nicht? Keine Energie? Das Ding mich verarschen? Ich komme hier nicht mehr rüber. Ich komme hier nicht mehr durch. Da muss ich immer rundherum um den Laden. Alter, ist das ein Durcheinander. Ich muss das hier unbedingt irgendwie organisieren. So. Ach, das hat gar keine Stromverbindung. Warum das denn? So, und jetzt sag mir, dass das Ding geladen ist. Ja. So. Wasser, Wasser, Wasser im Gebäude. Wasser im Gebäude finde ich geil. Eigentlich müsste jetzt keine Verbindung. Ja, eigentlich müsste, aber eigentlich müsste jetzt hier Wasser ins Gebäude kommen. Was hier los? Da kommt Wasser ins Gebäude. Das dauert eine Weile, okay? Alrighty. Das heißt, generell könnten wir jetzt Stromleitung verlegen. Frag mich nur, wo lang. Okay, aber das ist jetzt nicht die Frage. Erstmal ist die Frage... halt. Erstmal ist die Frage, wie kommt ihr hier rein? Heil runter. Alter, das ist so. Das ist so ein Durcheinander, was ich hier mache. Ich werde nie wieder wissen, was wo ist und was wo angeschlossen ist. Leitung zu lang. Okay, pass mal auf. Ja, wir werden das irgendwann. Irgendwann werden wir das geordnet kriegen, versprochen. Ganz dickes Indianer-Ehrenwort. Jetzt bin ich ganz ruhig, weil... Ja, es wird einigermaßen schwer zu debuggen sein, das Ganze. Ich weiß. Und
ihr lacht euch sicherlich auch schon alle reichlich den Köter ab, über was der Sonji da für einen Blödsinn macht. Aber so ist er halt, der Honk. Der Honk bin ich ja. So. Ist da was los ist? Wir kommen keine Sekunde zu früh. Ah! Renn doch nicht auf dem scheiß Förderband. Hier geht eigentlich noch alles. Eigentlich müsste es jetzt hier das totale Chaos geben, wenn ich zwei Generatoren an einen Verbinder anknüpfe. Geht denn hier noch alles? Hey Kollege! Irgendwas funktioniert hier doch nicht. Wenn ich jetzt, ich mach das einfach mal, wenn ich jetzt hier von da hier rüber eine Stromleitung lege. Leitung zu lang? Oder? Nö. Alles gut. Tja. Hätte ich das jetzt nicht mal sein lassen sollen und schlafen gehen sollen? So, ich mach mal den weg. Jetzt müsst ihr eigentlich alles zusammenbrechen. Ja. Und wenn ich jetzt an den da und diesen hier den Bohrer anschließe, dann funktioniert der wieder. Geht da noch was? Schade. Aber den kann ich hier noch. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal wirklich gespannt. So, eine Stromleitung. Und noch eine Stromleitung. Na. Und der ist sowieso tot. Ja, das müsste eigentlich auch gehen. Also erstmal der Bohrer. Na, willst du wohl? Hä? Ach so. Ja, der kriegt seinen Strom von da drüben. Dann muss ich erstmal die Stromleitung demolischen. Dann von da zu dem Manufaktur hier vorne. Alles funktioniert soweit. Kollegen.
glaube, ich weiß, was da drüben falsch gelaufen ist. Naja, aber läuft alles. Nicht schauen. Die Schrauben kommen. Die Stahlplatten kommen. Also Eisenplatten kommen. Die Röhren kommen. Na, Opel Fritze, deine Beine sind immer noch hässlich. Epidieren? Gemein? Nö. Warum läuft hier keine Betonproduktion? Ich weiß warum. Ich glaube zumindest zu wissen warum. Wenn nichts gebraucht wird, also wenn nichts mehr einzulagern ist, dann kann da so viel Strom sein, wie will. Haha. Galoppel, galoppel. Lass mich mal gucken. Ja, dieser Container ist voll mit Beton. Da müssen wir ein bisschen bauen, ne? So, tut mir leid, wenn ich eben ein bisschen nicht so gesprächig war, aber wir haben tatsächlich zwei Kohlekraftwerke am Start und es werden wahrscheinlich nicht die letzten sein. Ich gucke nur mal gleich mal auf die Auslastung, einfach nur mal umzuschauen. Also ich will jetzt nichts mehr dranhängen, ich will jetzt eigentlich auch Feierabend machen, wirklich. Aber wenn ich vorhin schon keinen Plan mehr hatte, was ich noch machen will, jetzt erst recht. Ja, also hier wird die Hälfte verbraucht, ungefähr. Ja. Ja, wir könnten jetzt eine der Pumpen daran anschließen, aber ganz ehrlich, nö. Eigentlich jetzt ist erstmal Feierabend. Wie viel habe ich noch aufgenommen? 3,41. ja, irgendwie kriege ich das geschnitten. Da werden die Pausen drin sein. Meine Lieben, unsere gesamten Bauwerke sind allesamt kohleversorgt. Halt. Ich erzähle Blödsinn. Und das muss repariert werden. Hui. Hier muss noch eine Rampe hin. Müsste nämlich auch schon wieder auf Klo und jetzt nochmal anzufangen wäre dann eigentlich irgendwie ein bisschen doof. Deswegen machen wir Folgendes. Ja, ist jetzt die Frage, ob das funktionieren wird. Denn das ist vielleicht ein bisschen viel für das Stromnetz. Das ist vielleicht gerade der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen wird. Und zwar Stromleitung. Ihr erinnert euch, wir haben hier noch ein klein wenig was am Start. Ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Ich hab's getan. Ach ja, hier ist auch keine Biomasse drin, ne? Wir sollten ein bisschen Biomasse besorgen, um zu checken, ob der Laden das aushält. Ich kann kaum noch denken. So, dann mach mal. Oh, sieht das geil aus da drüben. Qualmende Schlote weisen den Weg in die Ferne. So. Nicht mehr Lärm als muss. Kriege ich das vielleicht wieder raus?
Achso. Nee, also jetzt so langsam dürfte mal Feierabend sein. Und ich muss mir bis zum nächsten Mal was ausdenken, was wir dann machen. Warum habe ich keine Blätter? Warum habe ich kein Holz? Ne? Ich habe es wahrscheinlich, konnte ich nicht aufheben, weil es. Kann das sein? Es kann sein und es muss sein. Es muss so sein. Ja. Ist das denn jetzt verloren gegangen oder liegt das irgendwo rum? Normalerweise sind ja irgendwelche Kisten überall, wenn man halt, ne? Also wenn man Dinge nicht aufheben kann. So, habe ich jetzt. Immer noch das Inventar zu voll. Ich habe immer noch Biomasse da drin. Ja. Warum habe ich eigentlich Kupferbarren dabei? Das kannst du mir auch nicht sagen. Ach, guck mal, was hier ist. Was? Auch das noch. Warum auch immer da jetzt Biomasse rumlag. Ich bin jetzt nicht imstande, das zu eruieren. So. Hier haben wir Blätter. Hier haben wir Holz. Und jetzt Go. Ja, das wird nicht lange Go machen. Ja, also alles läuft soweit. Ja. Da oben auch. Super. Das sah eben gerade so aus, als würde das stillstehen. Müssen wir eben Zähneknirschen aufhören. So. Habe ich lange nicht mehr gemacht. So, Dille. Freunde, es ist genug. Es hat Spaß gemacht. Wir haben eine kohleversorgte Umgebung. Wir haben eine pornöse Brücke über den Abgrund gebaut. Ich bin so zufrieden mit der heutigen Aufnahmesitzung, dass ich gleich erstmal eine Runde rülpsen muss. Und das nächste Mal versuchen wir hier mal ein bisschen mehr Effizienz reinzukriegen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Produktion auf die Kette zu kriegen. Warte mal. Ich mich nächstes Mal frage, warum ist das aus? Schmeißen wir hier doch einfach mal den Konstruktor an, damit hier weiter die schönen Teile gebaut werden. Ja, und dann nächstes Mal müssen wir mal sehen, dass die... Ui! Ja, ich glaube, dieser Konstruktor war das Fass, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich gucke nochmal, ob ich den nochmal ankriege. Halt, Moment. Ich schalte den aus. Warte mal. Ich schalte den aus. Und dann gucken wir, wo wir den das nächste Mal dranhängen. Also... So funktioniert das offensichtlich nicht. Wir brauchen noch mehr Power. Wir brauchen noch mehr Kohlekraft. So, das ist wirklich eine gute Managementarbeit hier. Ja, hier war das, ne? Ja, es ist tatsächlich so, aber guckt euch mal an, wie viel Kohle hier noch zur Verfügung steht. Das staut sich hier, das staut sich hier alles. Ich glaube, wenn man hier unten einen Kohlecontainer hinbauen würde, der wäre 0, nichts vollgelaufen. Wir müssen also noch ein Kohlekraftwerk hier mindestens daneben hauen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also für heute ist Feierabend. Ich denke mir was fürs nächste Mal aus, wie wir hier noch effizienter werden. Aber es läuft, es läuft, es läuft. Bis dann. Hat Spaß gemacht. Ciao.